So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute ist sogar neue Season. Ich weiß nicht, ich bin wirklich hellauf begeistert von der neuen Season. Mal gucken, wie das dann wird, wenn wir wieder bauen können. Weil ich weiß jetzt schon, einige sind hier zugefügt, freuen sich dermaßen, dass sie halt nicht bauen müssen. Aber ich bin dafür eigentlich ganz simpel. Sie sollen zwei Modis machen. Einmal mitbauen und einmal ohne bauen. Arena und alles natürlich mitbauen, ist einfach so. Das ist einfach für die, die das Spiel wirklich perfekt beherrschen. Aber ohne bauen ist für mich persönlich auch ein geiler Modus. Und für viele andere bestimmt auch. Holt auch viele Spieler zurück, gerade so die auf Warzone und so keine Lust haben. Also ich empfehle denen echt, lasst beide Modis drin. Zwar nochmal denselben Modus wie jetzt, aber halt auch dieselbe XP-Anzahl, Aufgaben von mir aus auch gerne mit bauen und hat man nicht gesehen, aber so, dass man auch in dem anderen Modus dann XP farmen kann, genauso wie es jetzt halt quasi ist. So, wir sind aber im Shop-Video, wir quatschen nicht so viel. Denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gern Creator-Code benutzen, yt-familyhack. Ich würde sagen, wir gehen noch direkt mal rein in den neuen Shop. Zack, zack, was haben wir drin? Einmal Tootsie's Light. Aber denkt dran, Copyright, deshalb kann ich das Spiel nicht so lange, kann ich das Lied nicht so lange laufen lassen. Dann haben wir einmal den Dummy drin, den Schädelschläger, den Crashtest, dann toxischer Sprayer. Der kam raus, da habe ich gerade angefangen mit Fortnite, was YouTube betrifft. Also ist schon ein bisschen her, als der Kerl reinkam. Ist nicht schlecht, auf jeden Fall, wie gesagt, 700 Tage mindestens alt. Und dann haben wir drin das Stillschweigen-Paket. Ach, der hat auch einen neuen Stil bekommen, wusste ich gar nicht. Ah, okay. Warte mal. Zack. Einmal die Variante. Ja, ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, das ganze Paket für 2000 V-Bucks. Dann haben wir drin Krypto, Mariana, dann die Emotes. Auch Copyright. Und dann Extras Territorial. Zungenbrecher. Dann haben wir Schattenboxer und Ruf zur Schlacht. Dann natürlich die OG-Skins immer noch, aber die interessieren mich nicht, da hat mich nur der Kleider interessiert damals. Dann haben wir das neue Paket drin von Rette die Welt, auch nicht schlecht, lohnt sich auf jeden Fall. Dann Zeichentrickpaket, dann Schattenpaket, Tech Zukunft. Das Minzlegenden-Paket ist jetzt doch wieder drin, beziehungsweise ist, glaube ich, die ganze Zeit drin geblieben, weil wir haben es in den Leaks und alles war es auf einmal raus aus dem Shop, aber ist halt immer noch drin. Dann Battle Pass Stufen könnt ihr euch immer noch kaufen. Crew-Paket ebenfalls noch drin, Crew Legacy Set, wisst ihr, schaltet ihr alles frei, wenn ihr das Crew-Paket habt. Und damit würde ich sagen, sind wir auch schon wieder raus und kauft euch auf gar keinen Fall Level. Ihr werdet so viel Level machen, ich bin ja jetzt schon Level 12. Wenn ihr dann noch Rettet die Welt spielt, kein Problem mit Level 100, sage ich euch jetzt so, wie es ist. 200 auch kein Problem. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall noch einen schönen Montagmorgen. Montag. Ich denke mal, wir sehen uns gegen Abend wieder. Und in dem Sinne, haut rein.